Herzlich willkommen zur Stoic Challenge Dark Souls 3 mit den beiden Krokodilmonstern auf Du und Du. Da kommt das eine. What? Was ist das denn? Was ist denn das wieder für eine Scheiße hier? Also Leute! Das geht doch nicht! Oh, also... Ich habe jetzt kein Thema vorbereitet für heute. Willkommen zurück beim Wahnsinn. 10 Sekunden lang in so einem Kampf nur die Mauer sehen zu dürfen. Gut, vielleicht ist es meine Verantwortung, mich nicht nach, aber so groß ist der Raum nicht, dass man sich da jetzt irgendwie fernhalten könnte. Das ist also. Uiuiui. Stimmt, da haben wir eine von denen übrig gelassen. Dann hat die Sterberei wenigstens einen Sinn. Okay. Also ich bin mir mal wieder unsicher, wie das gehen soll. Denn... Der eine Angriff, den das Vieh gemacht hat, hat meine gesamte Health aufgebraucht. Und ich habe ihn noch nicht mal kommen sehen, geschweige denn, wäre ich in der Lage gewesen, ihm auszuweichen. Und der Fun-Faktor ist ja, dass es 2 von den Viechern da gibt. Das ist besonders ärgerlich, weil ich eigentlich was anderes vorhatte in dieser Folge, nämlich ein paar lose Enden aus den vergangenen Sachen nochmal zu überprüfen, aber jetzt wo wir wieder hier sind, würde ich das auch ungern einfach auf sich beruhen lassen. Oh je. Beide. Jetzt sind beide aggro geworden. Nein, danke. Warum geht denn diese Nachricht jetzt nicht weg? Das ist doch alles. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, Frustration ist so ein bisschen wie Aufmerksamkeit, ein Speicher, der ein begrenztes Ladevolumen hat, und wenn er voll ist, ist er einfach voll. Ich kämpfe jetzt heute gefühlt den ganzen Tag schon, jetzt geht die immer noch nicht weg, kämpfe ich den ganzen Tag schon gegen Geräte und Mechanismen, die sich nicht so verhalten, wie das sein soll. Irgendwann fühlt man sich dann mal persönlich angegriffen von den Geräten. Okay, der geht jetzt auch nicht weg da unten. Oh Mann. Drüben ist noch ein Shiny. Können wir da überhaupt hin? Also die zwei Dinge. Ach bitte. Die noch ausstehen.
sind ja die obere Etage in der Cathedral of the Deep. Gepaart mit dem nagenden Gefühl, dass da noch auch andere Dinge eventuell im Unklaren sind. Ich kann mich erinnern, dass davor irgendwo eine Nachricht am Boden war, Friend around oder so ähnlich, und dann war weit und breit niemand zu sehen. Da würde ich auch gerne nochmal einen Blick drauf werfen. Und das machen wir jetzt auch mal zuerst. Einfach noch um die alten losen Enden zusammen zu knoten. Ich fühle mich eigentlich ein bisschen komisch dabei, dass hier wie so eine Sportsendung kommentiert zu machen. Weil ich ja weiß, dass das keiner guckt. Das ist in sich auch nicht schlimm, aber das macht das ganze Format irgendwie ein bisschen seltsam. Ich gucke mir sowas gerne an. Ich gehe auch davon aus, dass irgendwann mal jemand das entdecken wird und das vielleicht interessant findet, wie ich reagiere oder wie ich das Spiel naiv spiele. Aber für den Moment führe ich Selbstgespräche. Und ja auch gar nicht so kurze Selbstgespräche. Die Videos sind ja teilweise eine Stunde lang, weil das Spiel sich ja auch endlos zieht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt auch nur die Hälfte haben. Und ich weiß nicht, ob ich tatsächlich 50 Videos machen will mit Dark Souls 3. Mir gehen dann natürlich irgendwann auch die Themen aus. Irgendwann hat man verstanden, was Stoizismus ist und wie man Stoizismus in seinem Alltag anwendet. Jetzt haben wir einfach mal hier orientieren. Das war die falsche Zielstation. Wir wollen in die Cleansing Chapel. Also ich habe eine Idee für die obere Etage in der Cathedral of the Deep und ich habe, wie gesagt, den Verdacht, dass ich irgendwas übersehen habe. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt eh zu spät ist. Da werde ich jetzt nicht zu lang zu viel Zeit drauf verwenden. Weil ja, wenn der Boss in einem Areal besiegt ist, sich manche Dinge auch ändern und manche Figuren weiterziehen. Also wenn da tatsächlich ein Friend gewesen sein sollte, kann es sein, dass der jetzt sowieso nicht mehr da ist. Ich habe aber auch nicht gesucht. Wenn mein Orientierung mich nicht trügt, müsste das einfach hier draußen sein. Ja, genau. Das ist es nicht. Das ging schnell. Okay, war ich nicht in diesem Brunnen beim letzten Mal? Just how long has it been? It's me, Siegfried of Katarina. Of course it is. I'm loath to admit it, but I've been had. Someone's swiped my armor. Oh no. Did you happen to see it anywhere? Oh, yes. I see. Not to worry. Great planning begets great fortune. An old tenant of the Knights of Katarina. And I am a master planner, I do say. So, is that it? I'm in quite a pickle indeed. It's not. Maybe I can fashion a replacement from... I've got to use my head and think. Das ist Mist. Das war's. Und jetzt? Vielleicht mal ein paar Monster umbringen. Ach, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir auch noch einen Titanite Lizard hier. Den könnte man doch vielleicht jetzt auch mal erledigen. Das sollte sich ja jetzt einmal nicht machen lassen. Nein, nicht schon wieder. Kamera! Das ist doch wirklich.
nicht zu fassen. Ja, Bloodloss, wunderbar. Man hat ja sonst keine. Okay, hier ist der. Das Vieh. Titanite Wurm. Schläft. Was ist denn hier los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist. Jetzt geht mir die Nachricht nicht weg. Manchmal habe ich das Gefühl, das habe ich aus irgendeinem Popkultur-Dingen, aber das fühlt sich auch an manchen Tagen wirklich so an. Hätte ich Superkräfte, die alle Geräte kaputt machen. Okay, weiter geht's in unserem Run nach den losen Enden. Jetzt müssen wir nach oben in die Kathedrale. Eigentlich nicht, aber wir können jetzt nicht zurück zum. Ich wollte eigentlich den Aufzug nehmen, weil ich den Verdacht habe, dass man auf diese obere Etage. Mir ist eingefallen, dass wir ja auch eine Etage drüber können und uns dann runterfallen lassen, eventuell. Weil wir ja auf diese gebogenen Decken stützen können. Allerdings jetzt nicht direkt von hier aus, sondern jetzt kann man überlegen, wie man da überhaupt wieder hinkommt. Jetzt sind wir hier oben am Haupteingang. Beziehungsweise, das kann nicht der Haupteingang, aber an dieser großen Tore, was da oben reingeht. Irgendwie geht es doch innen wieder raus. Zum Bonfire auch. Hier geht es. Ne, hier war der Eingang rüber. Auch schon zum dritten Mal gerade gemacht. Reicht dann jetzt. Ja, darüber wollen wir. Naja, da sehe ich es schon. Ich glaube, da kann man sich runterfallen lassen. Tatsächlich an diesem Ende von hier aus. Man hätte nur hingucken müssen. Dann hätte man es auch von hier aus sehen können. Jetzt müssen wir nur irgendwie auf diesen Aufzug kommen. Hier ist, glaube ich, Sackgasse. Genau, und hier fehlte ja auch noch ein Hebel, fällt mir gerade auf. Vielleicht ist er ja auf der anderen Seite. Gut, Sackgasse. Runter, aber das ist, glaube ich, zu weit. Das kann man nicht überleben. Aber wir können ja mit dem Aufzug runterfahren und dann geht es da unten nicht raus. Wie war denn das? Das ganze Design schon, das ganze Layout schon wieder vergessen. Ja, nicht reinfallen. Gut, das mit dem Friend war schon mal nicht so richtig sinnvoll. Aber also vielleicht führt das jetzt woanders zu was Neuem, weil wir jetzt wieder einen Dialog getriggert haben. Er will seine Rüstung wieder, aber ich habe die ja nicht gesehen, deswegen. Wir können natürlich einfach zum Bonfire gehen da hinten und warpen. Vielleicht die einfachste Methode. Okay, zurück zur Cleansing Chapel.
Und wenn wir das hier dann, also wer weiß, vielleicht geht es da ja auch weiter. Irgendwie fehlen ja auch noch jede Menge Schauplätze. Profaned Capital, was immer das sein soll. Und war noch was? Weiß ich nicht. Vielleicht geht es ja auch weiter hinter dieser Tür da oben. So, jetzt kurz orientieren. Ich glaube, hier ist der Aufzug, der da auf diese obere Ebene führt. Genau, dann kommen wir zu diesem Turm raus. So ist das. Mach Platz. Leiter. Jetzt soll ich Estus auf. Achso. Dann lohnt sich wenigstens der Estus jetzt auch. Nicht stimmt oder mir kommt das Ganze alles so schwerfällig und gelähmt vor, die ganze Reaktion. Oh nein, geht das wieder los. Die ganze Reaktion aller Systeme hier. Ups, scheiße! Okay. Die Seelen liegen jetzt da oben auf dem Balken. Nicht gerade der beste Ort dafür. Und vielleicht geht es auch doch nicht, weil so auf Anhieb. Wir sind jetzt vorbeigefallen an der Ebene, auf die wir wollten, aber ich habe jetzt nicht gesehen, wie man da hinkommen soll. Den Aufzug nicht zurückgeschickt. Wo ist der Hebel wieder da? Ach, 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 und weh. Also da ist auch so massiv vorbeigefallen, dass ich nicht glaube, dass das einfach nur jetzt der falsche Winkel war oder so. Ich glaube, an der Stelle geht es einfach nicht. Da kann man von dem Balken selber irgendwie schräg runterspringen, aber dazu muss man, glaube ich, erstmal diese Gegner da beseitigen. Jetzt hat man noch keine Ruhe. Man hat keine Ruhe zu. So, du kannst da hinten stehen bleiben. So, das ist doch mein schon mal ein bisschen entspannter jetzt gewesen. Okay. Was macht er da immer? Warum zieht er an? Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Gott. Was ist denn das wieder? Oh mein Gott, nein! Das ist doch. Das ist doch echt eine Prüfung.
Wie schwer kann es denn sein, eine Kamera zu programmieren, die mich die ganze Zeit in den Wänden feststeckt? Wie soll ich denn kämpfen, wenn ich nichts sehe? Was war das jetzt? 30.000? Man kommt auch nicht weg. Das ist irgendwie die ganze Mechanik und so. Dass jeder versucht zu entkommen, dazu führt, dass man auf den... Nein! Was ist denn das? Das darf doch alles nicht wahr sein. Dafür, dass wir dann gleich da oben stehen und feststellen, kommt man auch nicht runter. Das ist wirklich kein Zuckerschlecken, dieses Spiel. So hübsch es aussieht. Der Erfolg ist hier wirklich hart erkauft. Ja, ja, man merkt, dass ja nicht immer nur zuschaut, aber... Die Kamera macht auch die ganze Zeit so leichte Ausreißer nach links oder rechts und ich weiß nicht wieso. Oft wenn irgendwelche Nachrichten auftauchen. Ich weiß nicht, ob das gerade hier auch passiert ist, als ich da runtergefallen bin. Jetzt wieder. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Also entweder ist meine Motorsteuerung defekt. Oh, please. Oh, ist das alles nervig. Ich meine, immerhin bin ich nicht gestorben. Und jetzt bin ich ja wieder hier oben am Nebeneingang. Oh, Jesus. Jesus. Ja, vielleicht ist noch der Weg nach drin ist der kürzeste. Was für eine Nerv. Weg. Jetzt hat es ja auch ein Spürer geruckelt. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit meiner Xbox. Oder, ja, wer weiß, vielleicht ist das Spiel auch so. Ich habe ja jetzt auch nichts gegoogelt. In Dark Souls 1 war ja Blight Town legendär dafür, dass die Framerate da einfach massiv eingebrochen ist. Vielleicht ist das hier ähnlich. So an bestimmten Stellen. Um die ganzen neu reinzurendernden Sachen. Geh weg. Ich möchte nicht mit dir reden. So, können wir jetzt vielleicht einfach diese Sachen hier zu Ende bringen. Ohne Blödsinn. Ohne dass ich bei Schwertangriffen von Dächern springe. Ja, also es ist wirklich natürlich einerseits das beste Training. In einer sowieso schon frustrierten Grundstimmung sich sowas auszusetzen, aber andererseits auch das, was einen am ehesten dann an die Grenzen bringt. Hm.
vierte oder fünfte Mal. Vom Aufzeichnen, kann das sein? Weil je mehr ich jetzt darauf achte, desto entsetzlicher wird die Framerate. Immer wieder kleine Aussetzer. Sprünge. So, und jetzt sind wir hier auch mal ein bisschen vorsichtig. Machen wir die beiden auch schön weg, damit der Fluchtweg offen ist. Wo bist du hier? Da ist auch noch einer, ich weiß es genau. Ja. Geht's schon wieder los? Teil liegt das, glaube ich, daran, dass das Focusing nicht klappt. Tja. Gehofft. Jetzt hat er auch wieder die Richtung gewechselt. Vielleicht ist mein Controller hier kaputt. Also, wo ist die Etage, auf die ich will? Ist das die da unten? Ganz schön weit. Das sieht so aus, als würde das hier vorspringen, genauso weit wie das hier oben. Kann man dann vielleicht in die Richtung springen? Ist das hier auf der anderen Seite? Ah, das sieht doch ganz gut aus. Oder? Ich glaube. Schwer zu sagen. Keine Lust nochmal zu sterben. Oh ja, kann man. Da ist ja noch höher. Da müssen wir den anderen auch noch platt machen. Vielleicht ist das so. Kann man von da dann vielleicht. Ja. Das wird es sein. Okay. Spring! Ah, ja, gut. Ist ja nochmal gut gegangen. Auf jeden Fall im neuen Bereich. Das ist wahrscheinlich. Da waren wir schon, glaube ich. Das heißt. Hier müsste jetzt Neuland sein. Geschafft! Oh. Ah, unglaublich. Okay, jetzt nicht gleich sterben. Geht schon los. Den haben wir, glaube ich, von der anderen Seite schon mal gesehen. Das ist der typische Fall, dass jetzt was von hinten kommt. So ist es. Kenn dich, Spiel. Faule Tricks. Okay. Was ist das? Ein Hebel! Die fehlende Mauer! Ah! Puh, das war harte Arbeit. Okay, und die ist jetzt tatsächlich auch. Ein Verbinder. Während die anderen beiden nur Zier waren.
Beziehungsweise ein Hinweis darauf, dass es eine dritte gibt. Puh. Was ist denn jetzt schon wieder? Da. Das rote Zeug da. Immerhin haben wir jetzt hier den Shortcut aktiviert. Das macht die Sache ein bisschen leichter. Was mögen das denn für Gewürme sein? Da sind sie hingenagelt. Look carefully. Da war einer. Wer ist das? Ja, ist noch einer. Mit dem Kampf verschlafen. Hab ich gemerkt. Gut, dann haben wir hier die großen Türen. Mal gucken, was wir uns jetzt hier erkauft haben. Geht es weiter? Bonfire. Und ein Bloodstain. Und noch mehr Bloodstains. Bloodstains zustande. In einem Raum mit einem Bonfire, ist mir jetzt ein bisschen unklar. Spouts ahead. Gucken, was passiert, wenn ich das nicht mache. Das ist gar nichts. Finger Butthole. Funny. Im ersten Teil kann man die Achievements fürs Covenant finden, ja auch wenn man nicht beigetreten ist, aber hier scheint das nicht so zu sein. Dann treten wir eben bei. Jetzt gibt es auch ein Achievement. Der kann man eine Pale Tongue anbieten und die Allocate Attributes. Mother of Rebirth. Verstehe. Okay, hier kann ich dann irgendwann. Aha, das ist gut zu wissen. Auch wenn es eine Sackgasse zu sein scheint. Das ist eine Sackgasse mit einem Bonfire drin und hier kann man die Levelpunkte neu mischen. Das heißt, wenn wir irgendwann merken, wir wollen jetzt doch zaubern statt prügeln, können wir die ganze Stärke nehmen und sie in Glauben und Mana stecken. Gut, so, was war noch offen? Genau, es gibt noch diese eine Tür in Irithyll. Central Irithyll aus. Müsste das irgendwo abgehen? Das dauert alles ganz schön lange.
die paar losen Enden. Mal gucken, wie oft ich jetzt hier wieder sterbe und ob wir die Stunde mit den ein, zwei Dingen, die ich gucken und machen wollte, auch locker voll kriegen. So, hier links ist die Tür, die ich meine. Jetzt mal kurz überlegen, wohin die verbindet. Hier geradeaus geht es um die Ecke. Nach oben zu diesem Brunnen. Und dann nochmal um die Ecke und ein bisschen rückwärts. Und da muss es dann ja eigentlich irgendwo runtergehen, wo man wieder zurückkommt. Würde ich denken. Ja. Ist klar. Sehr schmerzhaft. So, jetzt gehen wir also einmal weg von dieser Tür. Hier ist der Brunnen mit den, was es damit auf sich hat übrigens, dass hier überall diese Phantome von diesen Rittern durch die Gegend laufen. Ja, da sind diese beiden Unholde. Das ist alles so langsam. Schwerfällig. I don't understand it. Hier ist der erste Typ. So, ein bisschen beschleunigen durch aggressives Spiel. Bislang. Das ist ja noch gut gegangen. Die bessere Strategie. Geht viel schneller und ist auch ungefährlicher. Das haben wir ja genau einen Moment lang vergessen. Und das ist auch direkt lebensgefährlich. Shit. Dieses Spiel verzeiht echt gar nichts. Da oben noch platt. Und dann kommen da gleich ja noch zwei von diesen Rittern runter. Und dann, ah. Meine Güte. Das ist einmal im Kreis, dieser Angriff. Doch weiblich. Fire Witch Leggings. Ich wusste doch, dass ich irgendwas gesehen hatte. So. Oh nein. Ich will mich nicht mal 5 Minuten in Ruhe lassen. Mit dieser. Das ist doch alles nicht zu fassen. Warum spiele ich das? Ein Wahnsinn. Kommt angerannt und macht mich einfach platt. Keine Gegenwehr möglich. Und der ist natürlich nicht angerannt, sondern macht diese Scheiße erstmal. Ah, die sind. Die gehen mir auf den Senkel. Schon wieder die halbe Health mit einem kleinen Angriff. Was gut ist, dass die Dark Souls-Spiele so wahnsinnig fair sind, sonst müsste man sich echt ganz verärgern.
Pontiff Knight. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich den Namen von allen auch zusammen. Die Fire Witch und die Pontiff Knights. Und wie ist ihr? Lass mal was fallen. Damit wir Bescheid wissen. Ne, lass nichts fallen. Na gut, dann eben nicht. Gut, so, jetzt nicht ganz so nah an den anderen rennen, damit wir hier nicht mit zwei Fire Witches es zu tun bekommen. Danke, Fire Witch. Diesen freundlichen Gruß. Das gibt's doch nicht! Das ist doch nicht wahr. Immer noch einen drüber, noch einen drüber. Ja, ist klar. Dauert das denn so lange, bis die Animation endet? Das ist doch ein Wahnsinn. Meine Güte. Zehntausende von Seelen schon verbraten hier mit... Na gut. Ein offenes Stück Kathedrale abgehakt, aber ansonsten ist nicht viel passiert. Ein Mann in einem Brunnen sprechen gehört. Ohne weitere Konsequenz. Das ist doch. Das gibt's doch wohl nicht. Entweder reines Glück, dass das beim ersten Mal geklappt hat, oder man musste entspannt reingehen und ich. Jetzt bin ich, habe ich auch schon wieder Angst, irgendwas zu riskieren. Und das ist wahrscheinlich genau das, weswegen ich dann zu spät renne und dann bin ich plötzlich eingeklemmt von dreien von denen. Ist das. Das ist ein bisschen wie Sisyphos jetzt. Immer wieder, oder die Definition von Wahnsinn, immer wieder dasselbe versuchen, ein anderes Ergebnis erwarten. Das kann doch nicht wahr sein! Das gibt's doch wohl nicht! Boah, da brennt mir jetzt gerade echt. Da bringt mich an die Klippe. Das ist noch nicht mal dieses, ich glaube, war das von Einstein Wahnsinn ist, dasselbe, immer wieder dasselbe machen und anderes Ergebnis erwarten. Aber ich mache ja immer wieder dasselbe und kriege ein anderes Ergebnis. Das ist ja irgendwie noch skurriler. Ich erwarte das gar nicht. Ich erwarte dasselbe Ergebnis und ich krieg's aber nicht.
Beziehungsweise jetzt ja gerade schon. Blutige Nase. Ergebnis blutige Nase. Mit schöner Regelmäßigkeit. Und nochmal. Ich finde jetzt diesen Eingang zu diesem blöden Shortcut da, der wahrscheinlich auch gar nichts bringt. Machen wir einfach nur dieses Tor auf und das war's. Ich rechne jetzt nicht mit irgendwelchen großen Erkenntnissen. Ja, komm, Zauberspruch. Ja, warum denn auch nicht? Und dann Abstand natürlich. Das ist doch nicht möglich! Das gibt's doch nicht! Ich mach doch alles wie sonst! Was läuft denn hier schief? Nein, lieber Herr Gesangsverein. Funktioniert einfach gar nichts. Blocken funktioniert nicht, angreifen funktioniert nicht, ausweichen funktioniert nicht. Parieren kriege ich ja eh nicht gebacken. Ist klar. Diese Verlangsamung, ist das ein Fehler oder hat er irgendeinen Spell, der mich verlangsamt? Das ist ja bestimmt eine halbe bis eine Sekunde lang, bin ich total langsam. Weird. So. 5000 Seelchen gesammelt, können sie wieder hier liegen lassen. Das gibt es doch nicht. Die staggern so erfolgreich. Das war reiner Zufall, glaube ich, dass das immer geklappt hat. Durch die Mauer durch! Wo kam das denn jetzt bitte her? Boah, ich krieg die Krise. Ich kriege die Krise. Hat er mich jetzt mit diesem Bullshit-Zauberspruch durch nicht nur an der Mauer, sondern durch dieses gesamte Gebäude durchgetroffen? Zweimal. Habe ich das richtig gesehen? Deckung. It's not a thing. Was sind denn das für fucking Kombos? 5 Angriffe in Folge. Es ist kein Ausweichen mehr, beziehungsweise doch, jetzt habe ich es allmählich verstanden. Das Ausweichen muss man dann natürlich auf die zumachen, von denen weg. Funktioniert? Ne, kann ja gar nicht funktionieren. Das ist echt. Die Folge heißt definitiv Sisyphos. Das nimmt einfach kein Ende. Nichts funktioniert einfach. Alles ist mühsam und. Jetzt platziert an der Mauer hängen. Das, was? Hä? Was macht er denn da? Das kann doch nicht korrekt sein. Egal. Ja, beziehungsweise die.
das ein Bullcrap. Das glaub ich nicht. Was? Das ist doch so ein Bug. Ich weiß gar nicht, wo der Zauberspruch herkommt. Ich glaube, es hackt. Geh es mir auf den Senkel. Na, das ist doch... Das gibt's doch nicht. Ja, am besten noch runterschmeißen. Genau. Jetzt habe ich aber die Faxen dick in mir. Okay, noch drei von denen. Und wieder ein paar Millimeter weiter den Hügel rauf mit dem Stein. Wir müssen uns Sisyphos ja als glücklichen Menschen vorstellen. Vielleicht hat auch Sartre was zu Dark Souls zu sagen. Ist das ein Bullshit-Inferno? Ich habe auch schon wieder die Ritter angerannt, ich höre sie schon. Lass mich wenigstens noch diese Hexe hier ausknipsen, bevor er mich wieder... Eieiei. Okay, da drüben ist eine Treppe, die ist ein guter Kandidat. So von der Anlage her. Da geht's runter, das könnte passen. Geht weg. Nein. Das haben sie nicht gesehen. Das gibt's doch nicht. Er sollte zurückgehen. Oh Gott. Ich habe noch eine Estuspflaster, das ist doch alles nicht wahr. Was für eine Scheiße. Okay. Ich hätte von oben kommen sollen, das ist ja auch ein Bonfire. Hm, ganz sicher sogar. Das ist auch eine schöne Einsicht. Illusion erhält, ja. Okay, da macht Sinn. Aber wo? Das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist da. Aha. Dass es da runter geht. Und dann wieder vergessen, glaube ich. Noch so einer. Tipptopp. Was soll schief gehen? Wieso kann ich denn keinen Folgeangriff machen? Was ist denn hier los? Boah, da ist echt... Das ist doch alles. Ich fühle mich echt verhohnepiepelt von diesem Spiel gerade. Verhält sich aber irgendwas mit... Vielleicht ist wirklich mein Controller kaputt. Die Hälfte der Zeit führt er die Angriffe, die ich eingebe, nicht aus. Jetzt noch so eine Art Mini-Boss-Fight. Ich habe jetzt irgendwie mit halber Health und keinem Estus, keine große Lust. Ich möchte jetzt dieses blöde Tor aufnehmen. Irres Lachen. Fun of the highest sort. Oh Gott. Ja, ich brauchte eigentlich gar nicht anzutreten, weil so oder so muss ich ja gegen diesen, selbst wenn ich mir an den jetzt vorbeimogle,
muss ich ja gegen diesen blöden religiösen Typen da verlieren. Weil mit halber Health und so wie ich gerade spiele. Not a chance, honey. Also. Deswegen geht jetzt Sisyphos den Berg schön wieder runter. Und guck mal, ob er was gelernt hat. Eieiei. Nachdem ich am Anfang gesagt habe, dass ich gar nicht mehr weiß, warum ich überhaupt hier diese Aufnahmen mache, muss ich jetzt gestehen, dass das Ganze sowas von einem, so ein bisschen was vom Gesamtkunstwerk hat. Minimale Erfolge und dafür ein stupides sisyphonisches. Nee, falsche Richtung. Ach ja, und da oben gab es ja auch nochmal ein ungeklärtes Rätsel. Da gibt es ja noch diese Bemerkung Spouse ahead. Und ab. Die war auch noch völlig unklar, was das zu bedeuten hat. So, was machen wir jetzt mit euch beiden Fuzzis? Die zwei müsste ich ja eigentlich immer fertig werden. Tot um. Ja, jetzt kommt noch einer. Stimmt. Direkt vergessen. Was war da? So. Oh, und dann fällt mir ein, haben wir oben vor Pontiff Sullivans Bossraum auch noch dieses Item auf dem Brunnen liegen. Wo man auch nochmal mit zwei Witches und zwei Knights zu tun bekommt. Hey, der hat aber wahrscheinlich ein Miracle. Was kriegen wir noch für unsere Mühen? Einen Witch Tree Branch. 3, 2, 1. Und wir dürfen die Tür aufmachen, ist das nicht? Oh, so ein tolles Gefühl. Fantastisch. Motherfucker. Okay, hier kommen wir auch gar nicht zurück nach oben. Das heißt, das ist gar kein Shortcut. Das war alles nur für die beiden Items. Es ist ja wunderbar. Ein Witch Tree Branch. Habe ich mir schon immer gewünscht. Lass mich in Ruhe! Gute Kacke. Okay, dann holen wir noch das Item. Ich bin ein bisschen geneigt, gerade das Item mit einem Homeward Bone zu holen, dass wir ihn nochmal mit so einer Witch anschlagen. So, zwei. Wenn man von oben kommt, hat man ja wahrscheinlich keine Möglichkeit, die eine auszuschalten, bevor die andere, die da an der Seite steht, einen auch noch sieht. Und dann hatte ich noch einen Verdacht, den gucke ich mir dann gleich zum Ende noch an. Nämlich kam mir diese große Wasserfläche da unten. Da war verhältnismäßig wenig drauf los. Und ich habe mich auch nicht groß umgesehen, weil ich habe irgendwann dieser Ausgang an der Brücke entdeckt und dann nicht weiter geguckt.
mal nicht noch irgendwas war. Ah, schön ist es ja schon, wenn da die Bäume so durch die Tür rein. Reinkuchen. Da sind auch noch welche. Zumindest vortäuschen, dass ich das Spiel beherrsche. Okay. So, Item. Eieiei. Da sind sogar vier. Ich. Oh, warte. Da machen wir direkt den Hungerbomben bereit. Gleich weg, das gibt's doch nicht. Ja, ich wollte zwar nicht zum Shrine, aber ist ja egal. Hauptsache weg. Okay, so, letzter Schritt. Nochmal an diese Wasserfläche runter. Geht das wohl schneller durch den dunklen Kellerraum? Rückwärts. Ja, ich geh durch den dunklen Kellerraum. 1900, das reicht eh noch für kein Level. So, das ist letztes Mal beinahe schief gegangen und so wie das heute abläuft hier, was soll schief gehen? Versuche ich wieder durchzurennen. In der Hoffnung, dass wir dann gleich abschließen können. Mit entweder der Erkenntnis, da war nichts mehr, oder dem Versprechen für die nächste Folge. Mal gucken, was es wird. Ob ich jetzt die Fackel wieder brauche, aber die habe ich auch gleich noch. Naja, so ist es. Habe ich eh noch zur Hand. Woran ich euch erkannt habe, eure Augen haben euch verraten. Pfeifen. Oder zwei. Okay. Hier rechts war ich. Das könnte auch nur ein Areal sein. Das sieht aus, als wäre es. Könnte auch nur Zierde sein, aber vielleicht kommt man auch irgendwo hin. Allerdings nicht von hier aus. Ja, vielleicht auch nicht. Müssen wir von oben gucken, ob da noch ein Item im Werf ist. Was ist denn das geradeaus da für ein Gebäude? Sehe ich doch direkt. Da ist der Turbo, mit dem ich gegangen bin. Und da leuchtet es dann auch raus. Also manchmal ist man auch schon sehr blind. Da drüben habe ich geguckt. Und dann diese riesige Kirche hier übersehen.
Okay, dann haben wir ja sowohl unseren A und Bonfire auch noch direkt. Ja, perfekt. Illusions, sondern nur Visions davon. Ja, wunderbar. Noch. Alles ist hier dunkel. Alles hier ein Blutfleck. Weiß man alles nicht. Bonfire aktivieren. Und Ende dieser erbärmlichen Performance. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal rollt Sisyphos den Stein wieder den Berg rauf. Vielleicht kommen wir ein kleines Stückchen weiter. Dieses Mal haben wir ja eher alte Sachen aufgearbeitet, zumindest ein paar davon. Irritiert mich ein bisschen, dass Sigvard da jetzt einfach im Brunnen steckt und man nichts machen kann, aber vielleicht begeben wir irgendwann demnächst seine Rüstung und können ihn. Können ihm die bringen oder so. Ansonsten war das keine sonderlich erfreuliche Folge, keine sonderlich stoische Folge, keine sonderlich inhaltsreiche Folge, aber ein paar interessante Dinge entdeckt. Das ist ja immerhin was. Bis zum nächsten Mal.